Hallo Freunde, schauen wir uns hier mal von Panasonic den Nass-Trockenrasierer an, Elektrorasierer. So Leute, machen wir mal kurz den Lieferumfang so von unwichtig nach wichtig. Es gibt ein Täschchen, könnt ihr das Ganze reinpacken, wenn ihr in Urlaub fahrt, etc. Okay, dann gibt es ein Ölfläschchen, um den Scherkopf entsprechend ab und zu mal diese Teile zu ölen. Ist dabei. Okay. Ja, dann gibt es eine gut gemachte Bedienungsanleitung. Ich sage es immer wieder, weil wenn nämlich dann keine gute dabei ist, dann gibt es immer große Beschwerden. Auf Deutsch 7,5 Seiten ohne die Warnhinweise und Fehlerhinweise. Ja, und ich habe hier schon mal was reingepackt. Es gibt nämlich hier noch ein Bürstchen, das ist auch im Lieferumfang enthalten. Und hier gibt es sogar ein einzelnes Kapitel, womit ihr arbeiten müsst, mit der kurzen oder mit der langen Bürste, was womit zu reinigen ist. Deswegen sage ich es, Bedienungsanleitung, okay, 7,5 Seiten, ist überschaubar und gut gemacht. So, was haben wir noch? Einen Adapter, ein Ladekabel, ein Stromkabel und zwar 4,8 Volt und 1,25 Ampere. Also das heute übliche. Und eine sehr schöne Kabellänge, juhu, Panasonic, mal mitgedacht, von 1,85 Meter, immer natürlich ohne Stecker gemessen. Selber nehmen wir uns jetzt nochmal vom Nahen einmal ganz genau anschauen. Ja Leute, das Design ist natürlich schon mal richtig, richtig schön, hier mit dem Edelstahl und der Digitalanzeige und ne, hier unten haben wir noch ein bisschen was Rotes verbaut, also das macht schon Spaß. Ne? Ist natürlich jetzt hier kein Mobile oder ein Auto, wo man draußen mit rumprallen könnte, aber es macht natürlich auch Freude, wenn man morgens irgendwo ins Badezimmer kommt und das Ding in die Hand und das ist gut designt, also finde ich persönlich, das macht immer Spaß. Okay, schauen wir uns mal die Details an. Ich mache mal die Kappe einmal ab. So, bei Panasonic ist jetzt, glaube ich, der vierte von Panasonic, den ich hier teste. Ist ja eigentlich immer das gleiche System, deswegen drehe ich es mal gerade eben nochmal für euch rum. Ihr habt hier von der Bedienung her immer die Geschichte Lock, einmal dann den Kurzhaarschneider und Free. Ich habe jetzt einmal gelockt, dann seht ihr, da bewegt sich nichts. Das ist im Prinzip so die Stellung, wo man die Kappe auf und ab macht, also draufbringt, ne? Und wieder abzieht. So, das ist das Thema, dass das hier eben halt dann nicht beweglich ist. So, dann habt ihr eben halt hier immer an der Seite dieser Einstellung Free. Ja, und durch diese Free-Einstellung habt ihr jetzt eben halt die maximale auch Beweglichkeit. Ja, also das ist immer hier, ihr seht das ja auch, dass er in sich hier nochmal beweglich ist. Also ihr habt ja wirklich, könnt ihr alles also wirklich mit abgreifen. Ne? Also das ist hier unheimlich flexibel, diese ganze Thematik. Also das ist schon super gemacht. Ja, auch hier eben halt rauf, runter, rechts, links. Sorry, ich bin ein bisschen raus aus dem Bild. Also da ist wirklich alles drin vom Bewegungsspektrum her. Okay, ich stelle mal gerade wieder auf Lock. Nein, ich mache euch direkt einmal bekannt mit dem Kurzhaarschneider. Da hat es nämlich viele Fragen gegeben, oftmals, wie sagen, wie geht das Ding hier rauf? Einmal schieben und dann ist das Ding auch oben. Ja, manchmal denkt man nicht weit genug. Ist also, okay, ich stelle mal wieder auf Lock, dann sind wir wieder da. Okay, jetzt nochmal Seitenbetrachtung, beziehungsweise ich mache mal auf, dann seht ihr auch hier einmal das Scherlaufwerk. Ja, es gibt ja auch Videos von Panasonic, die dann eben halt sehr stark aufpoliert sind und mit viel Technik. Aber hier habt ihr nochmal einmal so den Blick. So, auch hier einmal noch reingeschaut. Also das Ganze ist auch wirklich gut gemacht. Ne? Ihr habt also die zwei runden Scherwerke hier und Rasierköpfe. Und hier einmal diesen flachen und das Ganze in sich ist natürlich dann ein super System. So, schauen wir mal gerade einmal wieder richtig drauf. Auch das Handling, ne, habt ihr gesehen, ist also wirklich wunderbar. Passt, da muss man nichts fummeln oder sonst irgendwie. Das kann man also wirklich blind, zack, drauf und dann passt das Ganze wieder. Okay. So Leute, ich mach's mal an, red aber derweil ganz normal weiter. Damit ihr eben halt auch so ein bisschen Feeling für die Lautstärke bekommt. Ich habe mein Dezibelmesser gestrottet, deswegen kann ich es euch nicht exakt sagen, aber ihr hört es. Also, das ist minimal, hat so ein bisschen zahnarztmäßige Geräusche. Aber wenn ihr am Rasieren seid, dann ist das das ganz übliche Rasiergeräusch und ja, auch nicht zu laut. Ne? So, beim Einschalten habt ihr schon gesehen,
dass er uns Aufladung anzeigt unten, ne, ist also auf Rot. Und zwar liegen wir hier noch zwischen 20-40%. Also wir haben hier wirklich auch einen Indikator, wo wir ablesen können, okay, wann müssen wir das tatsächlich mal dann wieder aufladen. Und das wirklich auch hier in 20er Schritten auch gut gemacht. So, ich schalte mal gerade aus, dann können wir uns besser hören. So, und jetzt machen wir es einmal auf und dann schauen wir uns auch mal an die Geschwindigkeit hier von den Messern nochmal. Also ich denke, da seht ihr schon, ne? Das ist unheimlich flott, das ganze System hier. So, und unheimlich flexibel auch, ne? Okay, ich habe es mal gerade wieder gerade. So. Ja, ich denke, in Sachen Rasierern hat Panasonic wirklich die letzten Jahre richtig, richtig aufgeholt. Und ja, es ist also, es macht wirklich Spaß, das Teil. Ne? Also nochmal auch hier Handling, ja. Also das ist super klasse. Ne? Man will ja nicht irgendwo was sauber machen, dann will er irgendwo rumfuchteln. Geht das drauf, geht das nicht drauf? Nein, das könnt ihr blind machen. Ne? Und mit Anlauf. Also wirklich klasse. Okay, ich rasiere jetzt mal ein paar Tage, lad mal auf und dann teile ich euch jetzt hier einmal im Video auch dann bei einem kleinen Fazit meine Erfahrung mit dem Gerät dann mit. Okay. Noch ein kleines Zwischenstück, weil den einen oder anderen wird es interessieren. Aufladungszeit. Ihr habt gesehen, wir waren bei 20-40% Akkuleistung und jetzt sind wir wieder bei 100. Hat 2 Stunden gedauert. Das mal dazu. Also ihr seht hier wieder, ne? Die 100 blinkt. Das Ding ist voll geladen. So Leute, ich habe mich jetzt mal hier mit der Geschichte 2 Tage rasiert. Trockenrasur ist gut. Für mich allerdings war die wesentlich angenehmere Variante, weil ich das beim Nassrasieren auch so mache, ja, einfach ein bisschen Wasser ins Gesicht schmeißen und dann damit rasieren. Und dann ist der Panasonic hier super fix. Also da sage ich mal, da braucht ihr pro Gesichtshälfte maximal 1 Minute. Und das ist wirklich maximal. Und dann seid ihr mit dem Thema durch. Und ja, Reinigung war dann auch sehr einfach. Jetzt habe ich ihn einmal nicht gereinigt. Und dann seht ihr auch hier, dass das Ganze wirklich hier mehr oder weniger pulverisiert wird. Ja, also das durch die schnelle Bewegung und so weiter und so fort, setzt sich auch hier kaum was rein. Ne? Also wir können auch mal schauen, deswegen habe ich das hier hingelegt. Okay, da sind jetzt ein paar längere Härchen noch, aber ansonsten ist das hier, ja, also das meiste fällt schon raus. Hier unten durch die Nassrasur natürlich jetzt hier letzter Tag, klebt das Ganze ein bisschen an, müssen wir ein bisschen mit dem Pinsel wegmachen, aber das braucht ihr, denke ich, auch nicht allzu oft reinigen. Das war jetzt so mein Thema, wo ich gesagt habe, okay, wenn das Ganze hier eben halt, ne, so kurz dann geschoren wird in sich und ja, vieles dann eben halt auch dadurch direkt wieder rausfällt, braucht man hier nicht ständig jeden Tag irgendwie eine Reinigung zu machen. Also nochmal, ich halte es euch wirklich nochmal rein, weil es ein klasse Design ist, ein klasse Gerät. Ich mache es nochmal kurz an. Ja, alle Funktionen klasse, super flexibel, aber auch eben halt festzustellen. Plus eben halt, was ich nicht getestet habe aktuell, ist hier der Kurzhaartrimmer. Ja, also auch der, aber von den Funktionen, die hier aktiviert wird, klasse. Von mir gibt es hier eine 100%ige Kaufempfehlung für dieses Gerät. Würde ich wirklich auch meinem besten Freund empfehlen. Das ist immer die Frage, die ich mir immer stelle. Ja, ich hoffe, es hat euch ein wenig weitergeholfen. Wünsche euch wie immer alles Gute. Vor allem bleibt gesund. Euer Mr. Bowlfish.